Bevor ihr dieses Video anguckt, möchte ich ein paar Sachen loswerden. Ich möchte, dass ihr dieses Video nicht zu ernst nehmt. Dieses Video dient nur zur Unterhaltung, deswegen sind alle Sachen, die diesem Video fallen, auch wenn sie vielleicht albern sein sollten, auch nicht von meiner Seite aus, nicht so ernst zu nehmen. Des Weiteren ist diese Aufnahme nach einem schon über 10 Stunden laufenden Stream entstanden. Ich war sehr unkonzentriert und muss auch sagen, dass ich mit der Anzahl an Pilzen, die mir gestellt wurden, einfach leicht überfordert war. Deswegen werde ich sehr viele Fehler machen und nehmt dieses Video nicht als Anhang es nachzumachen oder als Inspiration oder als Lehrmittel. Das Video war ein einfaches, blindes Geböller, wo ich sehr viele Fehler gemacht habe, die ich im Nachhinein alle gesehen habe. Nehmt es einfach so hin, wie das Video gekommen ist und habt euren Spaß daran. Bitte kritisiert nicht, dass ich irgendwelche Fehler im Video mache. Dankeschön, viel Spaß. Weiter geht's im Waffenladen. Also im letzten Part dieses tollen, wunderbaren Geblätters haben wir 1200 Pilze für einen Ring ausgegeben. Wir haben ihn gefunden. Und gehe jetzt in den Waffenladen und ich hoffe, das geht schneller. Wir brauchen natürlich komplett Vollausrüstung und ich hoffe, es geht hier easy. Hier muss ich zum Glück keine Tränke kaufen, das heißt, es geht hier schneller. Und werde auch hier ganz schnell blättern. Hier kommen Latschen der Stillosigkeit, die haben keinen Sockel, deswegen sind sie irrelevant. Ich wäre für eine Gitarre, weil ich habe noch nie eine Gitarre erblättert, die man benutzen kann. So, schaurige Mumiengriffe, wie sieht es hier aus? Da hat der Magier noch gar keine Handschuhe, dann können wir die dem kaufen, kann er die benutzen. So. Ansonsten, Wunsch-Epics, was wäre noch cool zu erblättern? Auf jeden Fall, Herzchenstab, auch ganz cool eigentlich. Ishigis Lieblingsstab, weil er ist ja auch wie der Stone ein Anime-Weep. Ehrlich? Oh, das Anime-Weep. Anime-Weep, doppelt gemoppelt. Ja. Bringt euch um. Was hast du gerade schon mal gesagt? Bringt euch um. Ich glaube, du wirst gesteinigt mit deiner ganzen Familie zusammen. Bringt euch um. Oh, so spät schon. Oh, schon so Oh, das geht jetzt aber relativ schnell mit den Epics. Vielleicht geht das ja auch mal, dass man also irgendwas schaffen kann. Also mein Vater sagte immer, Tamagotchi. Bringt euch um, sagt Tamagotchi. Immer. Ja, das auch. Euch. Öfter. Puh, so. Oh, Handschuhe. Alter, das geht total schnell. Ich glaube, dass der Zauberland wollte einfach nur blockieren für den Waffenladen. Wir brauchen nur noch 3 Items, dann sind wir durch. Lol. Aber passt auf, jetzt wird es erstmal spezieller. XD. XD Kappa. XD, die. Gürtel, lol. Lol. Haha, lol. Zwei Items, dann sind wir fertig. Ja, das wird ein schnelles Unterfangen. Aber passt auf, jetzt wird erst spannend. Jetzt kommen erstmal die Epic-Waffen und die Handschuhe. Gürtel nochmal. Hat mehr Rüstung. Ich glaube, den nehme ich mit mehr Rüstung hier. Zack. Das hier. Und weiter geht's. Ich glaube, ich würde wieder an der Waffe scheitern. Das nehmen wir nicht mit. Zwei Epics auf einen Streich und beide haben keinen Sockel. Auch 3 Allattribute, also Worst Case Szenario. Auf einen Streich. Ja. Welchen mit einem Streich? Wisch, auf einem Wisch, mit einem Wisch ist alles weg. Ja, jetzt wird's wieder schwierig. Schuhe, ohne Sockel und alle Attribute. Das ist nicht, was wir wollen. Ah, Schuhe, alle Attribute mit Sockel. Aber auch das ist das nicht, was wir wollen. Und ich kann auch kein Deutsch mehr. Oh mein Gott. Und ist er überhaupt jemals Deutsch? Do you Nein. speak German? No. Me no englando. Ah, okay. Das macht gar keinen Sinn. Ja, merkst du, ne? Ah, Epic Waffe, aber die nehmen wir erstmal für den Magier hier, für den Markwart. Markwart. Aber wir brauchen eine Gürtel mit mehr Rüstung. Oh, das ist sehr gut. Das ist ein sehr schöner Gürtel hier. Den werden wir auf jeden Fall länger behalten können. Dann kriegt der Markwart erstmal den Gürtel, dann können wir das erstmal wegschmeißen. So, Schuhe und Waffe. Oh! Digga! Das ist eine Epic-Waffe, Boys. That's what I call an Epic-Wave. That's what Epic I call Wave. An Epic-Wave. A quality Epic-Wave, hohe Spanne, 3 Attribute. Jetzt fehlen nur noch die Schuhe. Und dann sind wir im Waffenladen schon durch. Das heißt, der Zauberladen war teuer, aber der Waffenladen war günstig. Das heißt, es hat sich schon ein bisschen ausgeglichen jetzt. Aber jetzt brauchen wir nur noch ein Item. Und jetzt wird's spannend. Ich denke mal, dafür werden wir etwas länger brauchen, bis wir die Schuhe gefunden haben. Auffällige Jacke der Rampensau. Okay, das ist es definitiv nicht, dass wir... Oh, schon wieder Schuhe, aber... Mann, das sind die falschen. Ey, Mann, ey. Oh, was? Oh, nein, die hätten wir vielleicht für den Markwart holen sollen. Ich bin so dumm.
Hab so ein Pech, ne? Oh, ich komm nicht klar, Digga. Wann bist du mal klar gekommen? Keine Antworten. Es zirpt. Will jemand von euch jetzt live eine Fetzerei? Ein Fettsack sehen? Ne, Fetzerei. Ja, Fettsack sehen. Fettsack sehen kann Fetzerei. Ich in den Spiegel. Warum disst der Junge sich eigentlich immer selber? Weiß ich nicht. Was hat der Typ für ein AIDS-Typ? Nutella positiv. Darauf schmier ich mir gleich erstmal ein Nutella-Brotchen, ja? Was für Phase? Hast du nicht gerade Nüsse, Bananen und was hast du noch gegessen? Zwei Snickers. Aber kleine Snickers. Sind ja auch Nüsse drin. Ganz viele Nüsse und eine Banane. Simon läuft bei dir. Weiß gar nicht, was euer Problem ist. Lass mich doch scheiß Snickers fressen, ey. Ja, oh, mach doch gleich Nutella-Brot. Digga, da ist auch Haselnusscreme. Wenn es nur beim Snickers ich bin im Moment Nüssephase, ja. Der... Ist das der, die oder das Nutella? Das Nutella. Können wir diskutieren, während ich weiterblättere. Ach, das hatten wir ja im Abi, ne? Ja. Der, die oder das Nutella. Diese Nutella. Ja, eben jetzt C. Verstehe ich nicht. Daddy oder das Nutella, schicke deine Meinung. Das. Nein, Pat, deine Meinung. Das. Nein, Pat, my boy. Simon, deine Meinung. Bisschen aus Nüsschen. Hab ich's nicht gerade eben gesagt, das Nein. Nutella? Nein! Simon, deine Meinung. Jedes Nutella, Alter. Doch mit deine Meinung. Das. Ich sag, deine Meinung. Meine Meinung, der Nutella. Wir haben die Schuhe! Wir sind der durch! Nutella? Ja, der Nutella. Du bist ganz that. Don't spam that. No spam or Reno. Oh, in the chat, Reno. Danke für den Follow. Gib mal den Nutella. Gib mal den Nutella, Junge. Da habe ich euch jetzt getriggert mit, ne? Wir sind full epic, Boys. Full epic. Sehr, sehr schön. So, was wir jetzt noch brauchen, ist Sockel. Die werden wir jetzt holen, werden aber gleich noch im Waffenladen weiterblättern, damit wir noch Klo-Epics und so besorgen können, die wir dann später den Begleitern hoffentlich, hoffentlich anziehen können. Hoffentlich. Weil der Magier braucht nämlich noch neue Schuhe, hoffentlich anziehen können. Dann brauchen wir noch Sockel für alle Begleiter. Wir sind hier. Hoffentlich. Im Twitch-Chat ist gerade jemand, der Darius-Kocke unterstrich Lola heißt. Ich kann mich nicht mehr halten, Alter. Was seid ihr eigentlich für dumme Spasten teilweise? Alle Autisten. Autismus. Ja, meine Religion. Ja, nicht nur deine, unsere Religion. Ich hab die, alle ich hab die Religion gegründet damals und dann habe ich einen Fischer kennengelernt. Nee, und dann nee, der Fischer ist der Urgott. Der Fischer ist der Urgott. Nice. Fischer ist sehr interessant, ja. Der Fischer ist ein unglaublich tolles Wesen. Interessant, also viele Forscher, seit 20 Jahren forschen Menschen an diesem Typen. Nach 20 Jahren fischen die nach dem Typen. Alter. Also nein, Jungs, ich darf es erlauben, noch darf ich es mir erlauben. Was darfst du dir erlauben? Klammerkonto wird ein bisschen, ne? Und der Nutella sagt, ist eh draußen. Sorry, Darius, du bist draußen. Ja. Das, ihr wisst schon, dass ich das nicht ernst gemeint habe, oder? Gib mal der Nutella. Du bist draußen, Darius. Hä, ich bin aber drin. Du bist draußen. Hä? Versteh ich nicht. Kannst du mir das erklären? Nö. So, der Magier kriegt erstmal hier die Dreiersockel. Ach, die alle Dreiersockel, sorry Leute. Ich wiederhole mich nur ungern. Sorry Leute, Dreiersockel, sorry Leute. Ich habe mir in die Hose gemacht jetzt gerade. Sorry Leute. Ist auch nichts Neues, ne? Hä? Wann habe ich mir das letzte Mal in die Hose gemacht? Gestern. Gerade eben. Der sich auf dem Klo bekleckert, bist eher aktuell du, Simon. Aber mit Kotze und nicht mit Scheiße. Ja. Ein Kleckermäulchen. Warum? Wieso könnte es nicht aus beiden Löchern kommen? Why not both? Ein Kleckermäulchen. Oh, das ist aber offen.
Bleib aus. So, erstmal schön. Ernsthaft, wie sehen das aus, Alter? Was, aus beiden Löchern? Soll ich dir Foto schicken oder was? Ja, mach mal bitte. Ja, Image Moment, im Stream, bitte. Gib mir 2 Minuten. Der Shiki macht jetzt wieder irgendwelche perversen Techniken, also, damit er sich aufgeilt. Bei 100 Likes ist ein Nude-Bild von mir. Das Nude-Bild blende ich übrigens jetzt ein. Macht er eh nicht. Vergiss er eh bitte. Ja, 100 Euro so. Mache ich das. Auf was? Video. Was? Kotzen und scheißen gleichzeitig. Für 100 Euro machst du sowas? Billig, ne? Du bist schon ein billiger Whore, Alter! Für 100 Euro kostet ein Scheiß der im Video! Was ist das denn für ein ekelhaftes Slut, Alter? Snuff-Porno ist ja nix dagegen, Alter! Ich glaub, du hast noch nie Snuff-Porno geguckt, oder? Ja, LOL! Du hast dich gerade voll geoutet, also hast du schon mal einen gesehen, Simon? LOL, und nicht, outplayed. Oder was? Nee, ich hab nur keinen Snuff-Porno gesehen. Jeden Abend wieder. Mein Leben ist ein Snuff-Porn. Aua. Aber ist okay. Aber ist okay, Bruder, ja. Manchmal muss es wehtun. Oh, Papa sagt das normal für einen Junge in meinem Alter. Ja, Papa sagt auch, ich kann das ganz gut. Gut, wir brauchen noch ein paar Insockel. Haben wir? Ich finde keine Bilder dazu. Ach, nee. Ich finde keine Bilder. So, dann machen wir jetzt erstmal das Inventar voll mit Items. Die Sockel haben wir natürlich. Ich mach World First, ja. So, nee. Die Tube ist schon mal. Warte mal, braucht der Magier nicht sogar noch schöne Handschüche? Jo. Braucht er jetzt noch schöne Handschüche? Halt's Maul. Hey. Hey, beleidige mich doch nicht. Ich bin sensibel. Warte mal, bin ich behindert? Ja, ich bin komplett. Ah, so war das. Ja. Jetzt so. Mal wieder der Nutella essen. Ja, eben. Denkt ihr jetzt, ich meint es ernst oder was? Den Gürtel brauche ich nicht. So, was könnte man noch für tolle. Da, du Bollatz. Was könnte man noch für tolle. Also, Daddy, das Nutella haben wir schon abgeschlossen. Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch. Wir hatten im Abi noch die Scheiße mit dem Glas voll und Glas leer oder so. Ja, genau. Oder Shiki, ja, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich weiß, dass es bei dir halb leer ist, weil du ein depressives Hurensohn-Kind bist. Also ich finde auf jeden Fall halb voll. Halt dein Maul. Selber. Hi. Oha. Also jetzt wird's aber schon ganz schön krass hier, oder? Hör mal. Hier ist so, mich, die letzten Epics... halb vollen und einem halb leeren Glas will. Die letzten Epics werde ich auf jeden Fall erblättern. Ach, halt einfach mal. Letzten Video dazu.